So, wir sind jetzt am Berg angekommen, haben jetzt irgendwie knapp 4 Uhr und machen uns jetzt gleich mit unserem Guide auf den Weg. Er hat jetzt gerade was zu essen geholt und es ist arschkalt, aber wird auf jeden Fall, denke ich mal, ganz geil. Mal gucken, wie lange wir hier laufen müssen. Wird schon ein paar Stündchen werden. Irgendwie 1700 Meter geht es jetzt nach oben, aber wird bestimmt geil. Als die Hälfte geschafft. Ja. Das nimmt man. Ist schon ganz steil. Ja, auch zur Bank. Standby. Das ist schon eine extreme Steigung. Und. Auch extrem kalt. Was heißt kalt? Ich kann das jetzt nicht sehen, aber. Wir sind jetzt durch den Nebel durch und zieht schon, geht immer hier so kleine Felsvorsprünge vorwärts, aber es wird sich lohnen. So, wir haben es nach oben geschafft. Also nicht ganz bis zum Gipfel, weil schaffen wir zeitlich nicht mehr wohl und ist auch nicht so leicht hier hochzulaufen. So, aber kann eigentlich jeder schaffen. Also es braucht ein bisschen Ausdauer, aber ansonsten vom Weg her ist es vollkommen okay. Man sollte sich nur warm anziehen und eine Decke mitnehmen, wenn man einen hat. Was im Urlaub, Sommerurlaub wohl keiner hat, aber egal. Wir sind jetzt oben, die Aussicht jetzt ist hier schon richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt gleich die Sonne aufgeht. Quasi genau jetzt hinter mir ist der See. Da ist das Meer, da ist das Meer. Und wir sind quasi genau über den Wolken, also man kann die Nebelwolkenwände sehen. Und sieht schon richtig krass aus. Bin mal gespannt, bin mal gespannt.
die Aussicht ist hier oben richtig bombastisch. Ist richtig krass. Das da ist der Vulkan. Also der Krater, wo es nach unten geht. Jetzt gehen wir mal, hier sind lauter heiße Quellen. Und du kannst hier in die Erdlöcher deine Hände stecken. Und es ist so warm. Das ist mega geil. Tempel an. Von da fahren wir dann nach Ubud, gehen in den Monkey Forest und über den Markt. Und dann haben wir auch, glaube ich, ein gutes Programm für heute hinter uns. Und morgen, Gott sei Dank, können wir noch mal ausschlafen. Und übermorgen geht es dann weiter mit den nächsten Touren. Weil nach der, wir sind heute, der Tourguide hat vorhin gesagt, wir sind 5 Kilometer den Vulkan raufgelaufen und 6 Kilometer wieder runter, kleinen anderen Weg zurückgegangen sind, also 11 Kilometer bergauf. Das Schlauch, schon eine richtige Steigung, aber man wird auf jeden Fall, wenn man oben ist, belohnt. Also kann man nur empfehlen, das zu machen. Tempel und sind jetzt gerade rein und laufen jetzt hier durch. Hier braucht man nicht wie in Thailand ein ganzes Tuch, was du dir umbindest, sondern einfach nur so ein
gelbes Bändchen. Und es ist richtig geil über mehrere Etagen. Du läufst von unten quasi, von oben quasi runter. Und rechts und links sind mal so Reisfelder. Und ja, gucken wir jetzt mal, wo es zum richtigen Camp ist. Schnell was essen gegangen, weil wir beide gerade im Auto komplett sofort eingepennt sind. Jetzt machen sich 3 Stunden Schlaf und Vulkanokraxeln bemerkbar. Ich bin gerade komplett in so einem Loch gewesen. Da haben wir gesagt, wir müssen jetzt erstmal direkt was essen gehen und geht gar nichts mehr. Und ja, jetzt gehen wir gleich in den Affenwald und dann noch in U-Boot auf dem Markt wahrscheinlich und dann geht's nach Hause und dann sind wir erstmal tot. Jetzt lege ich mich, glaube ich, nur noch ins Bett. Ja, so sieht's aus. Kurz auf den Markt und dann war's das. So, ab nach Hause. U-Boot-Market finde ich jetzt nichts Besonderes. Ganz nett gemacht mit so kleinen Gästchen, aber es gibt 20.000 gleichen Shops wie bei uns in Sano auch. Also von daher lohnt sich nicht wirklich.